erstmal vorstellen. Hund. Das ist der Hund von meiner Familie, von meiner Freundin, von meiner Verlobten. Gina. Dann kurz davon schwärmen. Diese Leistung, dass wir es geschafft haben, uns zu qualifizieren, ist schon mal auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Und danach direkt weiter umziehen. Hier auch schon die Koffer auf dem Boden. Von Münster, der Wohnung der Verlobten, nach Montpellier, dem neuen Verein des Lebachers. Und das nur wenige Tage nach den großen Momenten mit der Nationalmannschaft. In Brasilien gewinnen Reichert und Co. gegen Brasilien. Dazu noch gegen den aktuellen Weltmeister Italien. 7 Spiele, 7 Siege. Quali überzeugend und ja, überraschend eingespielt. Nach 12 Jahren reist die deutsche Männernationalmannschaft mit saarländischer Aufschlagstärke wieder zu den Olympischen Spielen. Und das nur wenige Wochen nach der enttäuschenden Europameisterschaft. Einmal bitte freuen und bellen. Und umso schöner ist es dann jetzt, dass wir es jetzt geschafft haben, wirklich bei dem Turnier, wo ich denke, wenige Experten uns jetzt irgendwie als Favoriten mit eingerechnet haben, dass wir es da geschafft haben, wirklich ohne Niederlage den amtierenden Weltmeister zu schlagen, eine Mannschaft zu schlagen wie Brasilien, gerade in Brasilien, die auch immer auf dem internationalen Level sehr stark ist. Ja, also es war wirklich, denke ich, unglaublich. Aber wahr, das Olympiaticket ist gebucht. Die neue sportliche Heimat nach Zwischenstopp in Lyon am Freitag früh dann erreicht. Reichert wechselt aus Lille nach Montpellier zum Meister der Saison 2022. Ich denke, dieses Jahr haben wir ein super Team dann in Montpellier, einige auch erfahrene Spieler mit dabei, unter anderem auch dann ein Spieler, mit dem ich in Berlin schon zusammengespielt habe, Nicolas Legoff, ein Franzose, der auch mit den Franzosen in Tokio Olympia gewonnen hat. Und ich denke mal, da haben wir eine sehr gute Truppe und denke ich mal eine gute Chance, zumindest mal ins Finale einzuziehen. Und ich hoffe einfach, da die Möglichkeit zu bekommen, auch einen Titel zu gewinnen. In Gliesen reift er zum Bundesligaspieler. Mit Friedrichshafen und Berlin wird er deutscher Meister. Moritz Reichert, 28, einer der ersten fixen saarländischen Olympiastarter. Salut, Paris. Bis Italien, tschüss.